Wie funktioniert der Wasserkreislauf eigentlich genau? Hallo, ich bin's wieder, der Hansi. Und heute bin ich in Andritz bei der Grundwasseranreicherung. Heute wollen wir uns anschauen, wie das eigentlich mit unserem Leitungswasser funktioniert. Unser Wasser ist nämlich in einem sogenannten Kreislauf. Stell dir einfach vor, du läufst im Kreis. Du kommst am Schluss immer wieder zu dem Punkt, an dem du begonnen hast. Und genau so funktioniert das auch mit unserem Wasser. Hin und wieder regnet es. Und das Wasser fällt aus den Wolken aufs zum Beispiel Hochschwabgebirge, wo ein Teil von unserem Grazer Wasser herkommt. Dort rinnt das Wasser dann durch die Felsen, durch das Gestein und durch die Berge durch. Und das dauert bis zu 4 Jahre, bis es dann über Bäche und Flüsse zu uns ins Tal kommt. Das Wasser, das wir verbrauchen, rinnt dann über die Grazer Kanäle bis in die Kläranlage, wo es gereinigt wird und anschließend wieder in die Mur kommt. Danach gelangt das Wasser dann über weitere Flüsse bis hin zum Meer. Im Meer verdunstet das Wasser dann, steigt auf und bildet Wolken. Und so sind wir wieder am Beginn unseres Kreislaufs. So funktioniert das also mit unserem Leitungswasser. Bis zum nächsten Mal, euer Hansi. Fragt den Hansi, eure Holding Graz.